Herzlich willkommen bei Kaleris. Heute geht es um Räucherkegel und Backflow-Räucherkegel. Was sind die Unterschiede, wie funktionieren sie und wie sieht es aus? Das hier sind ganz normale Räucherkegel. Ein Räucherkegel ist eigentlich genau das gleiche wie ein Räucherstäbchen, plus in einer Kegelform. Da es aber eine Kegelform hat, brennt immer gleichzeitig mehr ab wie beim Räucherstäbchen. Das bedeutet, dass der Geruch meistens intensiver ist und auch schneller vorbei. Also die Räucherkegel brennen meistens etwas kürzer wie die Räucherstäbchen. Die Räucherkegel kannst du entweder auf eine Schale voller Sand einfach tun oder es gibt solche kleinen Platten, die sind ohne Loch natürlich. Da kannst du sie einfach draufstellen. Dann anzünden, ganz genau das gleiche. Du zündest sie an, bis sie oben einmal kurz brennen. Zack. Entweder wartest du kurz, bis sie von alleine ausgehen oder du pust einmal. Und fertig. Schon steigt der Qualm. Es fängt an zu riechen. Die brennen einfach genauso ab. Und fertig. Das stellen wir jetzt mal wieder hier hin. So, dann gibt es die Backflow-Räucherkegel. Rückfluss-Räucherkegel auch genannt. Das sind jetzt zum Beispiel die hier. Der Unterschied bei denen ist, die haben hier, weiß nicht, ob man sieht, hier in der Mitte ein kleines Loch. Das haben die normalen Räucherkegel nicht. Das bedeutet, hier drinnen sammelt sich der Rauch und er fließt dann nach unten. Okay? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Und dafür gibt es dann spezielle, ich mache das hier mal einmal aus, damit wir noch genug sehen in der Kamera. So. Und für diese Rückflussräucherkegel gibt es dann bestimmte Räucherkegelhalter. Das würde man jetzt nicht einfach auf so einen Räucherkegelhalter draufstellen, weil das sehr langweilig aussieht, wenn jetzt einfach der Rauch nach unten geht. Das ist etwas Optisches, das soll schön ausschauen, soll entspannen. Das heißt, solche stellt man hier drauf und der Rauch, das werden wir dann gleich sehen, wird hier runterlaufen. Probieren wir das mal aus, gerade hinstellen. Anzünden. Die dauern meistens ein bisschen länger zum Anzünden. Jawohl. Die würde ich auch ganz kurz brennen lassen. Und lieber von alleine ausgehen, weil das dauert ein bisschen länger. Jawohl. So, jetzt ist der ausgegangen, also die Flamme ist verbrannt. Jetzt dauert es natürlich kurz, bis sich in der Mitte unten der Rauch wirklich sammelt, bis oben genug abgebrannt, dass es genug Rauch da ist. Und dann zieht der Rauch nach unten. So, der Unterschied zwischen den zwei ist eben eigentlich nur die Machart des Räucherkegels. In der Mitte bei denen ist ein Loch, damit der Rauch sich da sammelt und nach unten fließen kann. Bei denen ist das nicht der Fall. Oft, nicht immer, muss man leider sagen, dass die Räucherkegel die normalen etwas besser riechen als die Rückflussräucherkegel. Da quasi da einfach sehr viel drauf Wert gelegt wird, dass der Rauch in eine bestimmte Richtung fließt. Was jetzt natürlich aber eigentlich nicht unbedingt der Sinn von einem Räucherkegel ist. Also ein Räucherkegel wie ein Räucherstäbchen geht einfach nur um den Geruch, um den Duft, der dahinter steckt und die dementsprechende Entspannung oder für was man sich das Räucherstäbchen, Räucherkegel auch eben holt. So. Na, braucht noch ein bisschen. Ich werde den jetzt kurz brennen lassen und dann kurz vorspulen, damit ihr dann seht, wie es aussieht. Genau, das war's dann eigentlich auch schon. Das sind die Unterschiede zwischen Rückflussräucherkegel und normalen Räucherkegeln. Bei Rückflussräucherkegeln brauchst du oder macht es Sinn, dir einen extra Räucherkegelhalter zu holen, wo es schön aussieht. Gibt es ganz verschiedene.
Gibt es auch auf unserer Webseite. Bei Räucherkegeln, ganz normalen, kannst du die einfach auf Sand oder auf so eine flache Platte stellen oder auf alles, was feuerfest ist, weil da geht der Rauch einfach nur nach oben. So, jetzt zeige ich euch noch das Video und danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.